Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich kann mich auch ganz, ganz kurz fassen. Wir haben ja tatsächlich, das ist ja jetzt mehrfach auch schon geschildert worden, schon einige Mal im Ausschuss über die Problematik geredet. Marcel Hafke und Kollegin Mills hatten ja auch schon gerade sehr deutlich gemacht, wie da die Oppositionshaltung ist. Wir haben von vornherein signalisiert, dass wir diesen CDU-Antrag mit unterstützen werden als Piratenfraktion. Warum tun wir das? Das ist ja möglicherweise ein durchaus denkwürdiger Tag, wenn wir mit der CDU komplett auf einer Linie dann an der Stelle sind. Wir tun das, weil einfach in den beiden Beschlusspunkten, die da drin stehen, das Richtige drinsteht. Ja? Im ersten Beschlusspunkt steht, dass Bund und Kommunen mit der Landesregierung eben gemeinsam sich quasi des Problems annehmen sollen und Lösungen schaffen sollen, Lösungen erarbeiten sollen. Das kann ja nur ein Punkt sein, der hier komplett einstimmig zustimmungsfähig ist. Verstehe ich gar nicht, wo da bei den regierungstragenden Koalitionen da in irgendeiner Form das Problem tatsächlich ist. Und auch der zweite Punkt, da geht es um Vereinbarkeit und von Familie und Beruf und gegebenenfalls halt eben um Anpassungen der entsprechenden Förderrichtlinien. Auch beides zustimmungsfähig. Jetzt ist eben vorhin auch schon gesagt worden, ob das jetzt alle Probleme in dem Bereich löst. Ganz sicher nicht. Das ist ja nur ein Denkanstoß. Wir schubsen ein kleines bisschen als Landtag letztendlich die Landesregierung da in eine Richtung, wollen, dass dort eben diese Probleme aufgegriffen werden. Im Ausschuss, die Diskussion war ja insofern ganz spannend. Zuerst war das Problem ja gar nicht da, von dem hier im Antrag die Rede ist. Und später ging es dann ja eigentlich nur noch um die Frage, ist dieses Problem flächendeckend da oder nicht flächendeckend da? Ich glaube, dass die Frage eben nicht die interessante oder spannende Frage tatsächlich ist, ob das wirklich flächendeckend ist. Flächendeckend ist es, glaube ich, nicht. Ich denke, das hat soweit die Anhörung auch ergeben. Aber es gibt halt einige beziehungsweise viele Kommunen, wo es eben diese Problemfälle gibt. Ob jetzt dann in einer Kommune 5, 10 oder 50 Kinder oder wie viel auch immer Kinder davon betroffen sind, spielt, glaube ich, aus unserer Sicht hier tatsächlich keine Rolle. Es ist ein Problem da, welches wir aufgreifen sollten, welches wir versuchen sollten, landespolitisch halt tatsächlich auch zu lösen. Und ich denke, Frau Ministerin Schäfer, auch das kann ja nur im Interesse der Landesregierung sein, dass da eben Lösungen unabhängig der jeweiligen Zuständigkeiten dann tatsächlich auch geschaffen werden. Ja, schade dennoch, dass die regierungstragenden Koalitionen sich eben nicht dazu bringen konnten oder dazu bewegen konnten, dem Antrag zuzustimmen, weil halt eben der falsche Antragsteller drauf ist. Aber das kennen wir an der Stelle ja. Und in dem Sinne, wir werden hier mit der gesamten Opposition diesem Antrag dann zustimmen und hier ein Zeichen setzen. Leider Gottes dann ohne die erforderliche Mehrheit, aber damit müssen wir leben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.